Ja, also das ist sozusagen ein reduzierter und strukturierter Überblick über das, was wir im Prinzip hier selber in der Baumschule produzieren in unserer Wintermesse in dem Bereich. Etwas umfänglicher ist es im gesamten Gewächshausbereich und noch umfänglicher selbstverständlich. Und wenn Sie mögen, dürfen Sie auch da laufen, ist es in der Baumschule möglich. Hinweis auf Neues und Besonderes fällt mir insofern schwer, weil es eigentlich an jeder Ecke und Kante sozusagen hier Neues gibt, in jeder Produktgruppe. Insofern fällt es mir schwer, etwas besonders rauszustreichen dann, ne? Wenn Sie mich direkt schon nach fragen, ist hier diese Rhododendron Graz Easy. Rhododendron werden in Deutschland auch zunehmend über das Blatt auch interpretiert. Also der Kunde möchte nicht nur eine schöne Blüte, sondern auch ein interessantes Blatt. Und da ist jetzt diese durch Hachmann gezüchtete Sorte Graz Easy ein wunderbares Beispiel. Ist seit Herbst diesen Jahres auf dem Markt, also noch ganz neu, auch in Deutschland. Ja, man sieht es ja über das total andere Laub gegenüber den klassischen Rhododendron, einfach ein Rhododendron, der über im Prinzip über 12 Monate im Jahr zu verkaufen ist. Gut, ja, hier stehen die Rhododendron Jacosimanum. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Heimatland so ist, aber in Deutschland machen den Rhododendron die heißen, trockenen Sommer der letzten 4 Jahre schon ein Stück weit zu schaffen. Umso wichtiger ist es, glaube ich, Rhododendron auch für sonnige Gartenplätze zu haben. Und da ist einfach die Gruppe der Jacosimanum ideal. Ist sozusagen die Sonnenschutzcreme auch im Austrieb, um die Pflanze besser Wasser zu speichern. Und dadurch sind meine Erfahrungen nicht nur hier oben im Norden, sondern auch in südlicheren Regionen in Deutschland ist diese Gruppe für diese heißen kontinentalen Standorte immer besser. Hier sind wir vor einer Gruppe japanischer Azaleen. Für uns sind japanische Azaleen ein Artikel, der sozusagen durch die Blütenfülle und vor allen Dingen, mein Vater hat zeitlebens eigentlich ein sehr starkes Augenmerk auf gute Winterhärte gelegt. Daran ist wahrscheinlich auch der Erfolg in Osteuropa ein bisschen die Basis, weil die Kunden da natürlich nach einer guten Winterhärte, die jenseits von minus 20 Grad liegt, nachfragen. Und das verkörpert hier alle japanischen Azaleen, übrigens auch alle anderen Rhododendron. Die Winterhärte kommt bei uns in der Auslese immer vor der Schönheit. Also wenn etwas wunderschön ist und nur 10 Grad minus verkraftet, wird sie nicht produziert. Wichtig ist, japanische Azaleen sind ja nicht immer grün. Sie sind auch nicht laubabwerfend wie die Gartenazaleen, sondern sie sind wintergrün. Und je besser Sie das machen, umso wertvoller sind Sie aus unserer Sicht für den Verkauf. Das zeigt hier die Feenkissen am allerdeutlichsten. So Gut etwas sublimiert, mit danke. rotem Laub, ne, die also übers Blatt auch noch zusätzlichen Verkaufsargument bietet.